Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Die Stubenhocker Bewegung ohne Begegnung. Einbeinige Übungen stehen in dieser Woche bei unserem Programm und deswegen schauen wir auch gleich zu Claudia, was sie zu dem Thema vorbereitet hat. Hallo, danke Markus. Ja, wir sehen, sie übt schon fleißig auf einem Bein zu stehen. Die Leonie ist heute nicht mit im Video, aber sie wird mir im Hintergrund ansagen, was ich tun soll. Das heißt, ich stehe mal auf einem Bein. Und die Leonie wird mir jetzt die Farben ansagen, welche Farben ich berühren soll, in welche Richtung ich zeige. Grün, Rot, Gelb, Blau. Man kann natürlich auch nicht nur die Farben ansagen, sondern sie kann auch Obst oder Gemüse sagen. Da muss ich zuerst überlegen natürlich, welche Farbe ich brauche. Tomate, Gurke, Halbe. Farben rot. Gelb, Rot, Gurke, Blau. Das ist der Anspruch von Gelb, Rot, Gurke, Blau. So, sehr gut. Natürlich wechsle ich auch einmal das Bein. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, natürlich es etwas schwieriger zu machen mit den Himmelsrichtungen. Das heißt Norden, Osten, Süden und Westen. Norden, Süden, Westen, Osten. Osten, Westen, Norden. Ja. So kann man mit den Kindern auch im Homeschooling ein bisschen üben. Eine Übung habe ich noch für euch. Und zwar braucht ihr jetzt ganz einfach ein oder zwei Bälle. Wieder im Einbeinstand versuchen eben einen Ball hochzuwerfen und gleichzeitig eben im Gleichgewicht zu bleiben. Das kann man natürlich auch dann mit der linken Hand oder abgewechselt einmal rechts. Wichtig ist natürlich auch immer wieder zwischendurch das Bein zu ändern. So, für die Profis unter euch, beide Bälle nehmen und Parallelball. Das heißt, auf einem Bein stehen, aber ich zeige es nur mal so vor, die parallel hochzuwerfen, die Bälle. Ja? Also wieder Einbeinstand und die Bälle parallel hochzuwerfen. Wieder Beinwechsel. Gut. Als nächstes eine Steigerung habe ich noch. Ich zeige es mal ohne Bälle vor. Das heißt, parallel hochwerfen, die Arme überkreuzen und überkreuzen fangen. Also so hochwerfen und überkreuzen fangen. Ja? Und wieder hoch und parallel fangen. Wieder auf einem Bein. Und parallel zu fangen. Genau, wieder Beinwechsel immer wieder zwischendurch. Da habt ihr eine sehr gute koordinative Übung. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei und gebe zurück an den Markus. Danke. Herzlichen Dank, Claudia. Mit dem morgigen Tag enden viele der Einschränkungen, die uns die letzten Wochen begleitet haben. Und wir hoffen, dass nun auch der Sport wieder in Bewegung kommt, so wie es Sportminister Werner Kogler angekündigt hat. Über die Details werden wir euch natürlich laufend über unsere Kanäle informieren, sei es über unsere Homepage www.askoewatt.wien, über askoewattwien.tv und unsere Social Media Kanäle. Schaut einfach dorthin und dort findet ihr alle Infos, die ihr braucht. Auch die Stubenhocker werden eine kleine Änderung vornehmen. Wir schauen, dass wir auch mehr jetzt wieder rauskommen und weniger drinnen sind. Wie das im Detail aussieht, werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin, bleibt gesund und schaut aufeinander.